Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge Biomutant. Ich bin der Dennis, aka IDK Gaming for You. Und wir haben nicht nur einen neuen Stamm jetzt, sondern gehen weiter in der Story. Fleischkoloss ist los! Ausgewichen, Bitch. Alter, was ein Auftakt hier. Lass gerne gleich einen Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da, ich würde mich freuen! Und erledige mal den Fleischkoloss in der Zwischenzeit hier. Guck mal, ich kann auch spucken. Und ich kann Feuer. Der scheint hier Gift zu spucken. Ich finde das übrigens geil, wie hier immer in Zeitlupe dann der hochspringt und so Tricks macht. Schau mal. Zack, zack. Haja. Oh, ich kann Spezialangriffe machen. Du bist auf dem besten Wege, einen Spezialangriff auszuführen. Mögliche Spezialangriffe werden unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Bummtaube. Bummtaube. Haha, geil. So, mit deiner langen Zunge kommst du mir nicht in die Quere, mein Freund. Ah, er hat es auf mich abgesehen. Das ist cool. Also, die Kombination zu Bummtaube ist, zweimal Kreis hin, dann muss ich schlagen wie ein Irrer und dann mache ich die Bummtaube. Also, zweimal Kreis, zweimal Viereck und R2. Komm her. Bummtaube! Keine Chance hat er, keine Chance. Ja, und wenn du mal Bock hast, das Game mit mir zu spielen, dann gerne einfach PSN, Discord, ne, da lassen oder in die Videobeschreibung mal reinschauen. Da findest du nämlich auch den Einladungslink zu meinem Discord-Server. Oh yeah, wir sind die Kämpferseele, Baby. Eine Gruppe von Myriad-Kreuzfahrern ist bereits zum Murkadorpus-Außenposten aufgebrochen. Und die warten auf mich. Sehr gut. Du solltest dich rasch hinbegeben, um ihnen zu helfen, den Außenposten. Es ist weit entfernt. Perfekt. Dann lauf mal dahin. Okay. Was haben wir hier? Oh, Das sieht flauschig aus hier. Wollte ich den gar nicht töten. Ich hätte den gerne als Haustier. Sieht voll süß aus eigentlich. Aber schnell weiter. Wir haben eine neue Stufe auf jeden Fall erreicht. Stufen mache ich immer erst. Stufen und Angriffe dann zwischen den Folgen. Stammt aus den wow. Damit ist bestimmt nice. Jeder was ist das denn für ein geiler alte Welt-Klonfaust? Box, Handschuh. Ich habe die Klon! Die Klonk, nicht die Klon. Die Klonk-Faust habe ich gefunden. Okay, ich kann Wände durchbrechen damit. Tippitoppi. Na dann, gehen wir mal los. Klopfen mal an ein paar Wänden und Türen an. Toxanol war ein sogenannter Monsterkonzern. Okay. Diese Welt leidet immer noch an den massiven ökologischen Katastrophen, die er verursachte. Klonkfaust. Eine ausgelöste Apokalypse war das Ende ihrer Welt. Doch gleichzeitig cool. War es auch ein Anfang. Zerklonke die Wand. Ja. Okay, ich muss Viereck aber halten, damit es stärker wird. Okay, mit Pfeiltaste rechts kann ich die Waffen wechseln. Das ist cool, ich bleibe erstmal bei der Klonkfaust. Auch wenn der Name echt scheiße ist. Die Stimmen der Vergangenheit weiter. Stellt euch vor, ihr werdet ein Superheld. Und ihr sagt dann, Klonkfaustangriff! Die Klonkfaust macht aber nicht so krass Klonk gegen die beiden hier. Feuer! Oh, ich fackel euch alle ab hier. Okay. Ich denke, ich bleib mal bei meinem Messer. Zing, 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 schlitz euch alle auf hier. Kommt her, ihr Ficker. Oh, welch dramatische Musik. Spezialangriffe. Wenn du einen Gegner mit einem Spezialangriff triffst, füllt es deine Super-Wung-Fu-Symbolleiste links neben dem Charakter.
Du musst einen Spezialangriff ausführen, um das nächste Symbol füllen zu können. So, brennt alle. Brennt alle nieder! Wo schießt der denn hin, Mann? Schnelle Heilung. Jetzt die Kamera war so ein bisschen wild, hä? So, 3, 2, Risiko, Feuer. Komm, greif an. Da habe ich den gelootet, automatisch schon. Alter, schnell Heilung. Verpiss dich. Puh, enges Höschen. Und es waren noch nicht mal schwere Gegner hier. Heieiei, da steht mir aber noch was bevor, du. So, erstmal Hosen, neue Hosen haben wir hier. Oh, seltene Hosen, die ziehe ich an. Schau mal, da sehen wir direkt aus wie so ein Penner, passend hier in der U-Bahn-Station. Geil. Ich ziehe erstmal einfach alles an, was ich so finde. Eine neue Mütze, wunderbar. Guck mal, wir machen hier den Penner-Style-Look, machen wir komplett. Geil. Hier gibt es auch noch Loot. Hey, guck an, was ist das denn? Ja, da wollte ich ja hin. Diese Tafel, sie ist übersät mit den alten Spuren vergangener Wünsche. Du näherst dich einer der alten Ziegelstädte von Toxanol. Die Toxanol Corporation hat diesen Ort errichtet, als er ihnen nicht mehr von Nutzen war. Nun ja, es waren kleine Orte, wie diese hier, kosteten damals nichts und es gab viel Platz. Irgendwo in dieser Ziegelstadt muss sich eine Spur befinden. Gehen wir auf Spurensuche. Der Roboterpfad. Okay. 609 Meter in die Richtung. Das ist ja spannend. Öffne die Karte, um die Gebietsziele erneut zu sehen. Hier ist die Roboterstadt dann anscheinend. Da ist der Kriegstrupp. Hier ist altes Wissen. Ich mache die Nebenmission mal ganz kurz mit. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Endlich ein kleines Leuchten. Ist auf jeden Fall näher als die Hauptmission. Und ich kann ja nicht sterben. Also 3, 2, Risiko. Hui. Der Kuckuckpark. Junglinge lieben solche Orte. Juhu. Und ich falle und falle und falle und rutsche. Das ist so geil, dass ich hier überall hin kann. Das ist ja echt der Hammer. Ich kann da auch hinschwimmen, ne? Das oder hinhüpfen. Das ist die Subnautica-Station. Da drin zappelt Glibbo herum. Ah, okay. Cool. Perfekt. All diese Aushänge an der Tafel ergaben damals noch Sinn, als das Nass um einiges sauberer war. Okay. Faszinierend, was man früher hier so getrieben hat. Ich frag mich, ob irgendwas davon noch Bedeutung hat. Ein Hafen für Boote. Ja, das ist sehr egoistisch, dass sie hier alles schmutzig gemacht haben. Eine Spur befinden. Okay, gehen wir mal auf Spurensuche. Ich gehe mal hier rein, die Subnautica-Station. So, 3, 2, Risiko. Noch mal gespannt, ob es hier dann krasse Gegner gibt. So Fischgegner, die mich dann angreifen oder so. Aber erstmal von dem vielen Laufen bin ich ganz erschöpft und muss meine Blase entleeren. Ist mir schön hier hinstrollern. Und es sieht auch noch so geil giftig gelb aus. Mega. Alter. So, was haben wir denn hier? Hey, du hast die Spur trotz all des klipprigen Glibbers gefunden. Ja, ich bin halt ein Adlerauge.
war das Nass hier noch reiner. Es war nicht leicht, durch das Nass zu blicken. Schön, dass du mehr über die Verglibberung des Nass erfahren wolltest. Finde ich auch. Die gute alte Verglibberung, ne? Und Alter, das ist ja eine riesige Welt hier. Echt eine riesige Welt. Also da muss es ja noch unglaublich viel zu entdecken geben. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal hier wieder zurück, den Weg zurückfinden. Guck mal, hier ist ein ganzes Flugzeug oder U-Boot, ne? Ah, guck mal, Glippo. Oh, Glippo hat aber gelbe Zähne bekommen. Es ist schön, dich wiederzusehen. Glippo meint, du warst als Kindling so aufrichtig. Ja. Glippo sagt, Erinnerungen schwinden erstaunlich schnell. Ja, ich kann mich aber auch noch an dich erinnern. Er versteht, dass du zurückgekehrt bist, um gegen Lupa Lupin zu kämpfen. So ist es. Er sagt, die Katastrophe damals hat das Gute in dir nicht ausgelöscht. So ist es. Jetzt ist die Zeit gekommen, um dich zu erinnern. Und ich will Rache! Er versteht deinen Wunsch nach Rache, glaubt aber nicht, dass du weißt, wie du dich fühlen wirst, wenn du sie bekommst. Ja, oh doch, sie so wird mich gut fühlen. Keine Einwände. So erstrahlt das. Nee. Wir gehen auf jeden Fall. Zweifle nicht am Dunkel. Ich bin so stolz, dass du das Richtige tust. Und unfassbar, dass dieser Schwächling dich überzeugt hat. Warum? Kann kaum glauben, dass die Welt es schaffen wird. Wünscht, du hättest den Glibber nicht noch glibberiger gemacht. Ja, wir haben uns für die dunkle Seite natürlich entschieden. Dir eine gute Wahl getroffen. Natürlich. Aber hey, zurück zum Glibber. Glibbo, auf zurück zum Glibber. Vorbei. Es kommt darauf an, was du heute und morgen tust. Er kann die Subnautica-Station nicht verlassen, weil die Verschmutzung seinem Anzug zu stark zugesetzt hat. Du musst also genug Schrott sammeln, um seinen Glibbergleiter zu verbessern. Alles klar. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Wo finde ich die Wrackkiste? Dass vor der Küste noch genug Fracht aus der Zeit vor der Apokalypse treibt. Okay. Cool. Meine Aura ist einigermaßen dunkel, was tippitoppi ist. Tippitoppi. Und ich kann da überall, ich kann da hochgehen und so, ne? Ich kann da richtig viel noch erkunden. Richtig viel. Alter, Leute. Schaut euch das an. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn ich dahinter laufe, hoffentlich gibt es da was. Nicht, dass ich da umsonst hin bin. 60 Meter in die Richtung. Ist Metallschrott. Hier oben gibt es aber nichts oder was? Also bitte nicht. Wir haben auch eine neue Stufe, neues Wunder. Ich komme hier nicht raus. Verdammte Axt. Gucken wir mal, ob wir hier runter können. Und dann raus können. Die Musik ist auf jeden Fall echt schön gemacht. Ah ja, guck an. Hier geht's raus. Gibt's hier Schrott? Ah, nice. Das ist echt spannend. Das ist richtig cool gemacht hier, dass ich da auch so nice geführt werde. So, tak. Oh, langsam. Nein. Oh, ich muss wirklich... ich muss mal loshalten. Krass. Und ich bin gestorben. Nein, ich darf nicht in den Glibber fallen, sonst sterbe ich. Heilige Nille. Ach krass, das erste Mal, dass ich in dem Spiel gestorben bin. Ach krass, ja gut zu wissen. Ach krass. Unter der Oberfläche, aber okay. Hier ist es gar nicht so schlecht. Okay. Let's go, aber vorsichtig. Schön drauf bleiben. Ah.
Enges Höschen. Puh! Enges Höschen, sage ich euch. So, das muss nach unten, glaube ich. Perfekt. Puh, mit dem letzten Versuch. Knappe Nummer. Das Wasser fließt. Sehr gut. Kann ich jetzt hier runter? Ja, kann ich. Aber es gibt Glippermonster. So, ich grenze euch mal schön ein hier. Ah, das sind Ratten. Hast du nicht gesehen? Cool. Zack, platt gemacht. So eine Ratte macht uns nämlich gar nicht aus. Easy Tiger. Ja, und wir müssen ja auch noch einen Namen vergeben, meine Lieben. Wir müssen auch noch einen Namen vergeben. Boom! Für unseren lieben kleinen Katzenmäuserich. So, move, bitch, get out the way. Ich will erstmal weiter geradeaus. Mal gucken, was es hier so gibt. Oh yeah. Bio-Gefahrmodul. Ausrüsten auf jeden Fall. Immer rein damit. Und dann müssen wir das jetzt hier einmal ein Leiterplattenrätsel lösen. Welches Licht? Okay. Und dann die Farbe ändern X. Okay. Wird die Farbe geändert, ändern sich auch alle angrenzenden Lichter. Oh shit. Das müssen alle grün sein. Dann machen wir das doch so. War gar nicht so schwer wie gedacht. Und ich wusste echt nicht, was ich da tue gerade. Das war wieder mehr Glück als Verstand. Gefällt mir. Finde ich gut. Halt, da war was. Da kann ich im Müll butteln. Oh, geiler Helm. Ich rüste einfach mal alles aus, direkt was wir haben, egal ob das gut oder schlecht ist. Das muss ich mir dann eh mal in Ruhe angucken. Aber öfters mal so ein Outfitwechsel hat doch was. So, wir müssen eben wieder hoch. Da komme ich, wie komme ich denn da hoch? Klettern! Du hast einen Kletterplatz gefunden. Verwende die Bewegungssteuerung. Ah, okay, cool. So komme ich doch. Macht Sinn, ne? Ah, nice. Das hat wehgetan. Dann kriegt er erstmal ein bisschen Gift ab. Und dafür dann brauchst du Key-Energie. Leide ich da durch. Ja, Schläge muss es geben. Was ist denn das für eine geile Kombi hier? Ah, cool. Das ist, wenn ich hier ausweiche, pass auf, und dann Viereck drücke, bam, macht er so einen Feuerangriff. Ja, das ist natürlich ziemlich Schmuck. Ich will die eigentlich alle gar nicht töten, weil die sehen voll süß aus, so mit diesem grünen Fell und so. Finde ich voll niedlich, ehrlich gesagt. Mann, ich will die eigentlich gar nicht alle töten. Aber wenn du dich mit einem Krieger anlegst, dann glaubst du halt dran. Oh shit, wer ist das denn? Kicken wir mal. Okay, ich kümmere mich zuerst mal um den Großen hier.
Ich stecke hier irgendwo fest. Was ist das denn? Bio-Blob-Behälter. Du hast einen biokontaminierten Behälter gefunden. Sammle die Bio-Lobs und benutze sie, um Mutationen in den Menüs freizuschalten oder um dein Aussehen bei Biopfützen zu ändern. Okay. Zack, erstmal Gift. Und dann hier schnell durch. Was ist denn das hier eigentlich? Kann ich das ausschalten? Glibbergleiterteile. Du hast eine Kiste mit Glibbergleiterteilen gefunden. Die Kisten können überall in der Welt gefunden werden und enthalten Teile, mit denen du deinen Glibbergleiter anpassen kannst. Okay. Aber kann ich das hier kaputt machen irgendwie? Ja, das hat nämlich ganz schön reingezwiebelt, du. Oh shit. So, Schläge muss es geben. Eine gute Tracht Prügel. Drauf, drauf, drauf. Ausweichen. Oh, ich bin in die falsche Richtung ausgewichen. So, komm her hier, Digga. So, zack, zack, zack. Schläge muss es geben. Du hängst in den Feuer. Seilen. Schnellheilung. Ausgewichen. What the fuck? Ich bin doch ausgewichen. Was geht hier so? Heilung. Warum kann ich hier keine Heilung nehmen? Hab ihn genatzt. Perfekt. Erstmal hier einen Müll nehmen. Alles mitnehmen. Juhu. Ah, jetzt kann ich erst das Leben nehmen. Mann, 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 Mann. Also ich kann während dem Kampf nicht einfach looten. Das ist halt schon wieder was, was mich nicht so glücklich macht. Ich würde eigentlich schon ganz gern während dem Kampf looten. Aha. Was haben wir denn jetzt bekommen? Schrubbruch. Nehmen wir mit. Endflosse. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Noch mehr Zeug? Ah, okay. Ich denke, das ist alles hier. Deswegen sieht das auch so ein bisschen niedlich nordisch aus. Vom Glibbo. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, haben wir die Runde eigentlich ganz gut überstanden. Würde ich sagen, schön mit einem kleinen Mini-Boss-Kampf abgeschlossen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Hehe. Bis dann. Tschüss.